Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, in diesen Tagen sind wir auch in Berlin mit unseren Gedanken bei den Menschen in den von Hochwasser betroffenen Regionen unseres Landes. Die Lage in den Hochwassergebieten ist weiterhin kritisch. In einigen Teilen sinken die Pegel zwar bereits wieder, andere Regionen erwarten dagegen noch die Scheitelwelle. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zahlreiche Gegenden waren oder sind noch vom Verkehr abgeschnitten. In vielen Betrieben und Unternehmen ruht die Produktion. Das alles erinnert an das Jahr 2002, als wir von einer Flut sprachen, die nur einmal im Jahrhundert vorkomme. Wir haben uns getäuscht. Die Menschen in den Hochwassergebieten erleben gerade eine Flut, die die von 2002 an manchen Stellen möglicherweise noch übertrifft. Mancherorts hat das Wasser die höchsten Pegelstände seit Jahrhunderten erlebt. Erste Aufgabe ist es daher jetzt zunächst, Leben zu schützen, Schäden so weit wie möglich zu verhindern und Hilfe so schnell wie möglich an die Stellen zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Unser Dank gilt den Helferinnen und Helfern vor Ort. Ich nenne hier die Polizei, die Feuerwehr, die Rettungsdienste, die mit einigen tausend Helfern vor Ort dabei sind, die Soldaten der Bundeswehr. Vor allem aber die vielen freiwilligen Helfer, die Nachbarn, die Freunde. Zu den ermutigenden Erfahrungen solcher Katastrophen gehört wieder einmal, dass Not und Leid einhergehen mit tatkräftiger Hilfe und eindrucksvoller menschlicher Zuwendung. Auch dort, wo die Pegel sinken, beginnt nun eine schwierige Zeit. Denn wenn die akute Gefahr gebannt ist, stellen sich materielle und häufig auch existenzielle Folgeprobleme. Hunderte von Millionen Euro an öffentlichen und privaten Mitteln wurden seit 2002 in Dämme und Schutzmaßnahmen investiert. Viele, denen die Flut von 2002 alles genommen hat, haben sich danach eine völlig neue Existenz aufgebaut. Dass eine zweite Flut nun manches erneut zerstört, Wohnungen und Häuser, kommunale Infrastruktur wie berufliche Existenzen, ist besonders bitter. Wir lassen die betroffenen Menschen nicht allein. Bund und Länder haben für die Flutgebiete bereits erhebliche finanzielle Mittel zugesagt. Auch die Europäische Union hat Hilfe versprochen. Für Regierungen wie Parlamente gilt, schnelle Hilfe für die Flutopfer muss Priorität haben. Das ist Konsens aller Fraktionen hier in diesem Haus. Im Namen aller Mitglieder des Deutschen Bundestages bekräftige ich unsere gemeinsame Absicht und Bereitschaft, den Menschen in den Hochwasserregionen nach Kräften zur Seite zu stehen. Applaus